Hallo Leute, Takeo hier. Mit dem Pestbringer bekommt der Nekromant seine zweite Elite-Spezialisierung in Guild Wars 2 Path of Fire und in diesem Video werden wir ihn genauer unter die Lupe nehmen. Als Pestbringer kann der Nekromant nun eine Fackel in der Nebenhand führen, der erste Skill wäre dabei die entsetzliche Welle. In einem kleinen Bereich vor dem Pestbringer verursacht die entsetzliche Welle etwas Schaden, sowie 3 Stacks an Pein und 3 Stacks an Blutung. Zustandsschadenmäßig ist das ein ziemlich guter Skill und in Kombination mit dem Zepter kann es durchaus viel Schaden machen. Der zweite Skill mit der Fackel ist gewaltsamer Zusammenbruch. In einem kleinen Radius um euer Ziel wird ein Feld erzeugt, welches Schaden und 3 Stapel Pein verursacht. Bleibt der Gegner an diesem Feld stehen, dann wird er für 2 Sekunden niedergeschlagen, während Verbündete in der Nähe des Gegners pro Zustand 2 Stapel Macht bekommen. Ein sehr interessanter Skill, da der Gegner sich aus dem Feld bewegen muss, aber mit 3 Stacks Pein dann doch schon einiges an Schaden bekommt. Zudem noch dieser kleine Support-Effekt mit der Macht lässt den Skill äußerst interessant dastehen. Als Hilfsfertigkeiten gibt es die Strafen, die der Pestbringer nun nutzen kann. Sandwoge ist dabei die neue Heilungsfertigkeit, die nicht nur einen ordentlichen Betrag an HP heilt, sondern auch noch den neuen Effekt Barriere verleiht. Barriere erhöht für eine kurze Zeit die maximale HP, die euer Charakter haben kann und es ist eine nette Supportmechanik für den Nekromanten. Zudem wird ein Segen auf dem Gegner in der Nähe in die Zustände Pein und Verkrüppelung umgewandelt, was ebenfalls eine fiese Kombination darstellt, also für einen Heilskill auch wieder sehr vielseitig. Der nächste Bestrafungsskill ist Spur der Pein. Mit dieser Fertigkeit hinterlässt der Pestbringer eine Sandspur, die Verbündeten, die sie überschreiten, Eile gewährt. Zudem bekommen Gegner, die mit der Spur in Kontakt kommen, noch ein Stack Brennen und ein Segen wird, wie mittlerweile schon gang und gäbe, in die Zustände Pein und Verkrüppelung umgewandelt. Als Bonus hebt dieses Skill auch noch Betäubung auf, also auch hier wieder äußerst flexibel. Als nächsten Skill haben wir Austrocknen. Diese Fertigkeit macht ein wenig Schaden und gibt euch ebenfalls ein wenig Lebenskraft. Zusätzlich verleiht der Verbündeten 5 Stacks Macht und wandelt wieder ein Segen in Pein und Verkrüppelung um. Mittlerweile schon ein alter Hut. Dann haben wir als nächsten Skill Sandwoge. Moment mal, hieß er nicht schon der Heal Skill? Okay, das muss ArenaNet jetzt nochmal anpassen. Auf jeden Fall kann man mit Sandwoge Nummer 2 ein Portal erstellen, welches Verbündete für eine kurze Zeit zum Teleportieren nutzen können und welches sogar Barriere verleiht und einen Segen der Gegner wieder in Pein und Verkrüppelung umwandelt. Und mit dem nächsten Skill Schlangenzapfer schleudert der Pestbringer eine giftige Schlange in das Gebiet, welches sich in Sand auflöst und Verbündeten Barriere gewährt. Zusätzlich wird noch Gift auf die Gegner gepackt und wie schon bei den anderen Bestrafungsskills des Pestbringers wird ein Segen in Verkrüppelung und Pein umgewandelt. Der Elite-Bestrafungsskill ist Schreckliche Bresche. Diese Fertigkeit pulsiert 5-mal und verleiht Verbündeten pro Puls 3 Stacks an Macht, während die Gegner üblicherweise einen Segen in Pein und Verkrüppelung umgewandelt bekommen. Und zusätzlich noch die Zustände Verlangsamung und Brennen abbekommen. Also nicht nur ein Skill, der ordentlich Zustandsschaden verursacht, sondern er bufft Verbündete noch mit Macht und sieht zudem wieder sehr, sehr cool aus. Als neue Klassenmechanik kann der Pestbringer zwar nicht mehr in den Todesschleier gehen, jedoch ist er nun in der Lage, 3 Sandschatten zu manifestieren. Wie schon beim Aufwiegler dienen die kleinen Kästchen als Indikator, wie viele Schatten ihr zurzeit aktiv habt. Vom Pestbringer und von den platzierten Schatten gehen nun die neuen F2 bis F5 Fertigkeiten aus, die je nach Fähigkeit eine gewisse Menge an Lebenskraftressource kosten. Dabei kann man mit F2 Schändliche Gunst von 5 Verbündeten 2 Zustände in Segen umwandeln. Mit F3 Sandkaskade könnt ihr Verbündeten in der Nähe von euch und euren Schatten eine kleine Barriere geben. F4 Grelle Säule verbreitet bei Gegnern um euch und euren Schatten Furcht für eine große Menge an Lebenskraft. Dafür kann man aber auch sicher eine Breakbar richtig zerstören, wenn ihr nahe bei euren Schatten bereitsteht und dann einfach gemeinsam mit 3 Schatten einfach Furcht raushaut. Und mit der letzten Fertigkeit auf F5, dem Wüstenschleier, wird 7-mal von euch und eurem Schatten ein Puls ausgelöst, der Schaden und Pein verursacht und Barrieren für Verbündete verteilt. Und zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf die Eigenschaften des Pestbringers. Als erstes kann der Nekromant als Pestbringer nun eine Fackel in der Nebenhand nutzen.
Die erste Eigenschaft Sandmantel gewährt nun Zugriff zu der neuen Klassenmechanik der Schatten sowie den neuen Bestrafungsskills. Mit Schleifende Kiesel gewährt ihr Verbündeten immer 2 Stacks Macht und entfernt einen Zustand, immer wenn ihr ihnen Barriere verleiht. Könnte für Support-Nekromanten sehr interessant werden. Tödliches Leuchtfeuer verringert die Cooldown der Fackelfertigkeiten und verleiht dem Pestbringer nun 7% deines Zustandsschadens als Bonus auf den Fachkenntniswert. Dadurch halten Zustände natürlich länger an und gerade für einen Zustandsschaden-Pestbringer ist dieser Trade wahrscheinlich sehr nützlich. Dann haben wir Nährende Fäulnis, welche 5% der Lebenskraft auffüllt, pro Segen, den wir entfernen oder umwandeln. Und da die Bestrafungsfertigkeiten alle Segen umwandeln, dürfte das für den Pestbringer auch gar nicht so schwer werden. Ein guter Trade, um als Support die Schatten aufrechterhalten zu können. Weiser des Sandes verleiht euch proaktiven Schatten einen Bonus auf 75 auf Konzentration und Fachkenntnis, hilft also dem Kondi-Pestbringer sowie auch dem Support-Pestbringer. Durch Wüstenermächtigung bekommt Verbündete, die in der Nähe eurer Schatten sind, wenn ihr sie beschwört, noch eine zusätzliche Barriere. Wieder ein netter Support-Trade. Sadistisches Seng hingegen verringert die Cooldown der Bestrafungsfertigkeiten und lässt euren nächsten beschworenen Schatten Brennen verursachen, also hier wieder eine gute Kondi-Eigenschaft. Und unaufhörliche Verderbnis wandelt auf eurem Gegner einen Segen in einen Zustand um, wenn ihr einen Schatten beschwört. Das heißt, hier in dieser Spalte geben euch alle Eigenschaften einen neuen Bonus auf das Beschwören eurer Sandschatten. Blut wie Sand gibt euch für jeden Schatten, der aktiv ist, eine 5%ige Schadensreduzierung, hilft also dem Pestbringer selber am Leben zu bleiben. Dann haben wir die Eigenschaft Sandgenie. Durch diese Eigenschaft könnt ihr nur noch einen sehr großen Schatten beschwören. Dieser erfreut sich natürlich einer geringeren Cooldown und hat selbstverständlich einen größeren Bereich und trifft mehrere Ziele. Ob das jetzt so viel besser als die 3 kleinen Schatten ist, kann ich so nicht sagen, klingt für mich eher so nach einem Easy Mode, wenn man nicht alle 3 Schatten irgendwie koordinieren möchte. Mit dämonisches Wissen macht eure verursachte Pein 33% mehr Schaden und verursacht zusätzlich noch Brennen auf den Gegner. Das klingt super stark, gerade weil der Pestbringer mit seiner Fackel und den Bestrafungsfertigkeiten relativ schnell Pein auf den Gegner stacken kann. Und die letzte Eigenschaft ist Speisung aus der Verderbnis. Dieser verleiht euch den Segen, den ihr bei einem Gegner entfernt oder umwandelt. Könnte im PvP oder WVW sehr stark sein, aber im PvE denke ich nicht, dass man mit dieser Eigenschaft sehr viel rausreißen kann. Mein Fazit zum Pestbringer ist gut. Der Nekromant hat nun endlich eine Spezialisierung bekommen, die ihn auch als Unterstützer fungieren lässt und auch ähnlich wie beim Aufwiegler hat er als Zustandsschadenverursacher ebenfalls großes Potenzial. Das jedoch konnte er auch davor schon recht gut, also schauen wir mal, wie sich das Ganze beim Pestbringer in Zukunft noch entwickeln wird. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann Leute, macht's gut, ciao.